zwei, drei. Ihr seid die Brangelina aus der Schweiz. Ja. Gilbert. Kurt, ja. Mit Ihrer Erfahrung, mit Ihrem Alter, haben Sie einen taktischen Fehler gemacht heute Abend. Oh. Heute. Sie haben nur Brigitte angeschaut und nicht Digi Bobo angeschaut. Hätte sie Digi Bobo angeschaut, hätte er niemals gedrückt. Niemals. Aber Ihr Auge kennt ja nur zu Brigitte, ja, und Brigitte, ja, auch zu ihr. Das ist die große Liebe halt. Ja. Danke. Bobo. Das war nicht der richtige Song. Ich habe weder die Liebeserklärung richtig geglaubt auf der Bühne, noch hat es mich mitgerissen. Und das hat nichts damit zu tun gehabt, dass er mich nicht angeschaut hat. Weil, wenn er mich angeschaut hat und diesen Text gesungen hat, dann hätte ich ein anderes Problem bekommen. Dann wäre ich nicht mehr so richtig rausgekommen. Aber für die grössten Schweizer Talente, ich glaube, das mal reicht es nicht für ein Halbfinale. Ja, die beiden sind natürlich ein einmaliges Duo, oder, in dieser Zusammensetzung. Und wenn Brigitte an dir so rumzüpfelt wie an der Bassgeige, dann kann ich mir vorstellen, knistert das zwischen euch zwei. Zwischen euch und mir hat es jetzt nicht so knistert, was das Lied angeht. Ich tue euch ermutigen, weiterzumachen, Musik zu machen, weil Liebe zur Musik, die habt ihr, und Liebe zueinander habt ihr auch. Also, das ist für euch eine Win-Win-Situation. Danke vielmals. Ja. Danke vielmals. Ja. Das heisst, wir kommen jetzt zur Entscheidung, ja oder nein? Bobo? Nein. Sven? Leider nein. Gilbert? Ganz, ganz kleines Nein, aber ganz klein. Ah, eben. Nächstes Mal wird es ein Ja geben, ich bin bestimmt. Ja, eben. Ja, ja. Für den Mut, für die gute Laune und für alles sage ich ja. Aber dreimal nein. Dankeschön. Danke. Ein Applaus, merci vielmals.